Willkommen zurück zu Pokémon Gold der Nuzlocke, Rubin der Nuzlocke. Gott, hat sich das so festgesetzt. Ja, wir machen einen neuen Versuch und ich bin ziemlich zuversichtlich, dass es diesmal klappen wird. Ich bin jetzt alleine, vielleicht bringt uns das Glück ein Maskeregen, ein Papunga und ein Graudon. Na, das passt ja. Leute, ich wollte kein legendäres mehr nehmen, aber die anderen beiden, die mag ich nicht. Deswegen nehme ich jetzt einfach mal Graudon. So, was kannst du denn? Ich würde mal ganz spontan sagen, du bist vom Typ Gift. Nimm mir Giftzahn, das ist ein bisschen stärker. Aber Gift ist insgesamt nicht so, ja, nicht so der starke Typ. Aber es kann vergiften, das könnte uns vielleicht später nochmal hilfreich sein. Aufruhr, oh Gott. Ja, mach ruhig eine Aufruhr, wir gewinnen eh. Puh, mit Grandon, ob wir da so weit kommen, weiß ich nicht. Ich hoffe einfach, dass wir noch was Gutes fangen. Weil Gift ist ehrlich gesagt nicht mein Lieblingstyp. Nee, ich bin zwar ein riesen Gengar-Fan, aber Gengar hat ja auch keine Giftattacken drauf. Puh. Achso, ja, das kennen wir ja alles schon. Oh Gott, es ist mal wieder so furchtbar heiß, da bin ich echt durch. So, wie nennen wir dich denn? So, du bist einfach mal Bulldozer. Bulldozer. Ja, ich kann nicht richtig denken, also nehme ich jetzt einfach das Erste, was mir in den Kopf kommt. So, das haben wir. Ja, ist okay, wir besuchen Maike. Leute, wenn es jetzt wieder schief geht, ne, ich krieg's kotzen, das sage ich euch. Ein Deoxys. Ich dachte schon, das macht uns... Das hat uns gefroren. Geil. Fängt super an. Mutti, wir müssen uns heilen. Fängt klasse an. Begegnen wir... Ich hoffe, dieses Deoxys können wir uns fangen. Das wäre nämlich für mich so eine Genugtuung, jetzt noch ein Deoxys zu haben. Dann haben wir gleich das legendäre Team. Ja, und wir kriegen dann wahrscheinlich das Voltoball, ne? So kenne ich das doch. Es gibt ein Deoxys und wir kriegen das Voltoball. Ne, mit euch haben wir schon geredet. Aber mit dir muss ich nochmal reden. Du gibst uns ja einen schönen Trank. Ne, zu dir wollte ich nicht. So, hier oben dürfen wir dann auffangen. Oh, hier gibt's Gewaldro. Das wäre natürlich cool, wenn wir eins kriegen. Und wir sind Level 6. Ich werde es mal versuchen. Noch ein Graudon. Haben wir Gegenmöglichkeit, noch einen Graudon zu fangen. Also auch toll. Sind wir leider angeschlagen. So möchte ich das nicht machen. Nö. Sehe ich nicht ein. Jetzt habe ich leider nicht auf die Uhr geguckt. Weiß nicht, wie lange der Part geht. Aber ich denke mal, ein bisschen was schaffen wir hier schon in diesem Part. Kampf gegen Graudon, ne? Ein Elend. Nö. Wie gesagt, das sehe ich nicht ein, dass wir da angeschlagen gegen Maike kämpfen müssen. Ist es bei euch auch so heiß? Übrigens, mein Laptop ist noch nicht da, aber sie haben mit der Reparatur inzwischen angefangen, ne? Finde ich schon klasse. So, komm, egal. So, das passt. Wir sind jetzt... Nö. Nö. Ich lasse das nicht zu. Ich möchte nicht, dass wir hier halb tot gegen Maike kämpfen. Ich möchte nicht, dass wir verlieren. Ich akzeptiere keine Niederlage. Ich weiß, ich habe auch noch einen Trank, den ich theoretisch nehmen könnte, aber den will ich mir eigentlich für den Kampf aufheben. Rat mal. Ich sag's euch, hier fangen wir uns noch das zweite Graudon. So, komm Maike. So, was hast du denn? Du hast das Papunga genommen. Hoffen wir mal, dass es gut geht. Wir sind jetzt 3 Level drüber. Sollte eigentlich klappen. Oh, intensiviert Sonnenstrahlen. Das wäre für das Original Papunga sogar hilfreich. Und für das Original Graudon sogar auch. Oh, wir sind nicht sehr effektiv, aber wir machen ordentlich Schaden. Aero Ass auf dem Gift. Okay. Ist erträglich. Ich glaube, wir gewinnen. Sieht zumindest gut aus. Bulldozer schlägt sich nicht schlecht. Ich glaube, Bulldozer hat hier die Chance, diese Nuzlocke zu rocken. So. Bulldozer Level 9. Geht ab. Wow, das war ja spitze. Du bist ein Naturtalent. Ja, das hier hatten wir alles schon. Das hat Black Sky damals vorgelegt. Damals. Letzte Woche war das. So, ja, ich hätte vielleicht erstmal heilen sollen. Gehen wir mal zu Mama. So. Die finanziert mir übrigens auch die Reparatur meines Laptops zur Hälfte. Wollte ich bloß mal gesagt haben. So. Kriegen wir hier einen Pokédex. Das ist nett. Jetzt kriegen wir hier die Turbotreter. Sehr schön. Und wir dürfen, sobald wir den ersten Pokéball in Händen halten, dürfen wir hier fangen. Ich habe so ein bisschen Angst, dass ich die Viecher hier alle zerlege. So.
Ja, aber jetzt beginnt die Nuzlocke richtig. Da wir schon ein bisschen überlevelt sind, nehme ich haufenweise Pokebälle mit. Und jetzt hoffe ich einfach mal, dass uns ein Deoxys begegnet. Es ist natürlich das Voltoball. Es war so klar, aber sonst wäre ja auch langweilig. Wenn wir hier gleich mit voller Kraft losgehen würden, wäre langweilig, oder? Ampelleuchtet. Oh Gott, das ist ein Käfer-Pokémon. Ich merke schon, wir kriegen hier meine Lieblingstypen. Aber gut. Will ich mich nicht drüber beschweren. Weil es kann ja trotzdem stark werden. Und Voltoball wurde gefangen. Es lässt sich zumindest leicht fangen. Das ist auch schon mal ein Anfang. So. Voltoball ist ein Ball. 0,5 Meter groß, 10,4 Kilogramm schwer. Und Voltoball wurde zuerst bei einer Firma beobachtet, die Pokebälle herstellt. Der Zusammenhang zwischen dieser Beobachtung und der Tatsache, dass dieses Pokémon in dem Pokéball aussieht, ist noch ungeklärt. Oh, haben die da extra experimentiert? Wie nennen wir dich denn? Ja, jetzt ist natürlich die Frage, wie nenne ich einen Voltoball? Habe ich hier irgendwas rumliegen, was so ein bisschen so aussieht wie ein Voltoball? Eigentlich nicht. Ich wüsste jetzt auch nicht so recht, wie ich es nennen könnte. Ihr dürft mir wie immer Sachen in die Kommentare schreiben, wie ich mal ein Pokémon nennen soll. Ich nenne dich jetzt Blutorange. Ja, ich habe hier nämlich so einen Eistee mit Grapefruit. Ja, mit Grapefruit. Das wäre Blutorange. Aber dann heißt du jetzt Grapefruit. Wo ist denn das G? Mann, ich bin mal wieder blind. P. Grapefruit. Passt sogar genau rein. So. Dann begleitet uns jetzt Grapefruit auf unserer Reise. Ich pack Grapefruit mal nach vorne, weil Grapefruit braucht Training. Tut mir leid, wenn jetzt der erste Part ein bisschen trainingslastiger ist. Aber es geht nicht anders. Was haltet ihr eigentlich? Ich habe euch noch gar nicht angeguckt. So, Bulldozer. Du bist ein Gift- und Flugtyp. Du hast ein Adlerauge. Verhindert den Verlust von Genauigkeit. Das finde ich gut. Das Wesen ist pfiffig. Es hat einen EP-Teiler. Really? Na, ich möchte mich nicht beschweren. Ich find's klasse. Das nehme ich ihm aber gerade mal ab. So, was haben wir denn bei dir? Du bist ein Käfer-Pokémon, verhindert Verwirrung der Tempomacher. Du bist kauzig, kauzige Berggremie. Ich hätte dich Jiraiya nennen sollen. Eine Mangobeere nehmen wir dir aber auch ab. Stattdessen gebe ich dir nämlich den EP-Teil. Dann können wir nämlich so trainieren. Finde ich gut. So, dann tauschen wir nämlich wieder. Dann können wir aber gerade nochmal hier Groudon angucken. So. Groudon wurde lange Zeit in der Mythologie als ein Pokémon beschrieben, das das Land erschaffen hat. Land erschaffen und... Moment, das mache ich nochmal. Groudon wurde vor langer Zeit in der Mythologie als ein Wesen beschrieben, das Land erschaffen und Kontinente vergrößern kann. Dieses Pokémon fiel nach einem erbitterten Kampf mit Kyogre in den Schlaf. Groudon ist ein Kontinent-Pokémon, 3,5 Meter groß und 950 Kilogramm schwer. Mein Gott, Lesen ist schwer. So, ich würde sagen, wir trainieren hier erst noch mal einen Moment. Zack, tot. Ja, Training mache ich generell immer gerne mit... Oh, ich hätte gern Quiekel gefangen. Och, Mann. Und wir kriegen so ein dämliches. Ja, wir kriegen das dümmste Pokémon von allen. Da muss ich jetzt mal wie Black Sky klingen, aber es ist halt echt so. So, Grapefruit wird stärker. Grapefruit muss hier reißen, ne? Ich hoffe, das weiß Grapefruit auch. Ich spreche diesen Namen einfach unheimlich gerne aus. Ich mag das, dass das Pokémon Grapefruit heißt. So, Bulldozer ist schon auf dem richtigen Level. Also Level 10, ich denke mal, damit sollten wir eigentlich zu Rande kommen. Grapefruit Level 6, das passt. Dann fangen wir jetzt als erstes hier oben noch ein Pokémon. Ja, ich hab's gewusst, es wird ein Groudon. Gut, ja, schmeiß ich einen Pokéball, komm. Ich weiß jetzt genau, wo der Professor sein Pokémon her hat. Das ist ja, der ist nicht weit dafür gelaufen. Ich dachte, er bringt uns hier die super seltenen mit. So, das beschleunige ich mal ein bisschen, damit wir hier auch heute noch ein bisschen was sehen können. Ich weiß nämlich nicht, wie lange der Part geht. Bleib doch einmal in dem Ball, du Pokémon. Ich probiere jetzt einfach noch einen Gipfel. Wenn nicht, ich finde es dann nicht schlimm, weil wir haben es ja schon.
So, das ist gut. Alles gut. Bleib im Pokéball. Sag mal, wir brauchen hier echt alle Pokébälle, ne? Also wenn ich nur drei übrig habe, die hebe ich mir auf. So, ne. Rest hebe ich mir auf. Das ist es mir nicht wert. So. Zack, zerlegt. Weil wir brauchen die noch, um andere Pokémon zu fangen. Und Groudon ist mir halt nicht so wichtig. So, hier ist ein Hutthut. So, mit Giftschall sollte ich es eigentlich nicht töten, hoffe ich zumindest. Haben wir nämlich noch einen Hutthut. Ja, das haben wir. Auro! Oh, oh. Das ist ein sehr gefährliches Pokémon. Dieses Hutthut. Mach mich nicht unglücklich. Mach mich nicht unglücklich, du Hutthut. Okay, Hutthut wurde gefangen. So, Hutthut ist eine Eule, 0,7 Meter groß, 21,2 Kilogramm schwer und Hutthut besitzt ein inneres Organ, das die Erdumdrehung wahrnimmt. Dieses besondere Organ ermöglicht es diesem Pokémon jeden Tag zur selben Zeit zu schreien. Okay. Moment. Ich weiß, es ist weiblich, aber es heißt trotzdem Handwerker. Falls ihr euch fragt, warum, das kann ich kurz noch erklären. Das passt noch in diesem Part rein. Es heißt Handwerker, weil bei uns draußen die Handwerker, die wissen auch genau, wann ich Uni habe. Ich glaube, die haben auch so ein Organ, weil die fangen immer genau dann an zu hämmern und zu bohren, wenn ich ausschlafen darf. Und wenn ich früh raus muss, dann genau zu der Zeit, wo sie sonst immer hämmern und bohren, ist nichts. Ruhe, aber nur wenn ich ausschlafen darf. Route 102 nach Rosalstadt. Ja, deshalb halt vier Handwerker. So Leute, aber ich glaube, das reicht erstmal für den nächsten Part. Lasst mir jetzt Kommentar da, einen Daumen nach oben. Ich hoffe, wir... Also diesmal sieht es ja ganz gut aus. Ich hoffe, wir schaffen den Kerl da. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, euer Wolf.